Wenn man sich so viel mit Pokémon beschäftigt, wie ich es tue, allein schon wegen meines YouTube-Kanals, fängt man irgendwann an, sich Gedanken über die Region an sich zu machen. Und wenn man dies tut, kommt man auch unweigerlich zu dem Schluss, dass Hoenn rein objektiv betrachtet mit Abstand die am besten designte Region ist. Dies ist allerdings nicht damit gleichzusetzen, dass die Editionen der Hoenn-Regionen auch die besten Spiele seien. Das zu entscheiden ist jedem selbst überlassen. Meine Lieblingseditionen zum Beispiel sind X und Y, aber das nur am Rande, Intro ab. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video, in welchem ich euch verraten werde, was Hoenn den anderen Regionen voraus hat. Einer der wichtigsten Punkte, welchen ich auch immer wieder hervorhebe, ist die Prägnanz der Hoenn-Region. Durch solche Orte wie Baumhausen City oder Axenero-Ville hat diese Region einen unfassbaren Wiedererkennungswert. Grundsätzlich ist die Themenwahl der einzelnen Städte sehr kreativ und abwechslungsreich gestaltet worden. So hat man zum Beispiel mit Bad Lavastadt ein Spa-Resort am Fuße des Schlotberges oder mit Flossbrunn eine schwimmende Stadt. Im Vergleich hierzu wirken die Städte aus Kanto, Johto, Sinnoh und einer fast schon generisch. Sie heben sich zwar voneinander ab, allerdings nicht so stark, wie es in Hoenn der Fall ist. In Kalos ist das nochmal ein bisschen was anderes, dort hat man auch eine ausgewogene Varianz im Tenor der Städte. Was Hoenn allerdings auch Kalos voraus hat, ist die Nonlinearität, in welcher man Städte und Routen besucht. So hat man das Gefühl, dass man im Storyverlauf eine komplexe Route einschlägt, welche recht natürlich wirkt, während man in Kalos ganz plump gesagt im Grunde nur dreimal im Kreis läuft. Oder noch besser, in einmal im Kreis läuft, um die ganze Region zu erforschen. An sich ist die Region auch sehr gut in die Story eingebunden. So könnte man den Kampf zwischen Groudon und Kyogre, also zwischen Landmassen und Ozeanen, nirgendwo so gut darstellen, wie auf einem tropischen Archipel, wo man den Konflikt durch den Kontrast zwischen dem tropisch nassen Klima und dem aktiven Vulkanismus schon dargestellt hat. Diesen Konflikt findet man dazu auch noch in der Karte wieder, wo der Hauptinsel Hoenns eine beinahe ebenso große Meeresfläche gegenübergestellt ist. Naja. Dieses große Meer und die damit verbundenen Wasserrouten werden allerdings auch von vielen kritisiert, was ich eigentlich nicht nachvollziehen kann. Die einzigen Argumente, die mir gegen die Wasserrouten einfallen, wären die durchgängige Encounter-Möglichkeit und die geringe Bewegungsgeschwindigkeit, aber beides lässt sich gut relativieren. Du kaufst dir eben Topschutz und fängst dir ein Tohaido und schon hat sich das. Tatsächlich sehe ich die Wasserrouten sogar eher positiv, da sie durch Taucher eine Menge Orte zum Erforschen bieten. Zu guter Letzt habe ich noch den Punkt der Inszenierung des Spiels. Na gut, das hat jetzt nichts mit der Region per se zu tun. Allerdings ist dies im Zusammenhang mit der Gestaltung der Region und der Einbettung der Story wirklich beeindruckend. Speziell am Höhepunkt der Story, wenn Kyogre bzw. Groudon erweckt wird, kommt dies zum Tragen. Ich beziehe mich da mal auf die werte Prinzessin Sui. Ich krieg das Originalzitat zwar nicht mehr zusammen, dennoch hat dieser mal sinngemäß gesagt, dass man wirklich das Gefühl habe, dass die Welt unterginge. Es wird nicht nur gesagt, dass das und das geschehe, sondern es geschieht tatsächlich. Du hast auf allen Routen, je nachdem, enorme Wolkenbrüche oder sengende Hitze dargestellt, was sogar auf den GBA-Teilen sehr beeindruckend war. In X und Y hat man so eine Inszenierung zwar teilweise auch, allerdings empfinde ich die Tragweite in Oras oder den GBA-Teilen als deutlich stärker. So, genug Geschwärme von der Hoenn-Region. Ich muss mal fertig werden mit dem Skript. Ach ja, zwei Sachen noch. Ich bin jetzt auch auf Twitter zu finden. @paul_playerstro. Gelegentlich poste ich da auch etwas oder so. Naja. Und die ein oder zwei Ace Attorney Fans unter euch dürfen sich demnächst auf ein neues Projekt meinerseits freuen. Worum es sich genau handelt, werdet ihr dann erfahren, wenn es soweit ist. Naja, oder ihr guckt einfach auf meinen Kanal bei den von mir empfohlenen Kanälen, da ist auch schon etwas verlinkt. Naja, das war's von mir für heute. Sorry, dass das Video so spät kam.
Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.